Ah, das ist schon ein schöner Sessel hier, ja. Oh. Ah, hallo, guten Tag. Oh, hallo, guten Tag. Ich möchte gerne Drogen kaufen. Ja, ich verkaufe Paketboten. Ich habe gar keine Drogen. Oh, nee. Wollen Sie einen Tee haben? Hier haben Sie einen Tee. Super lecker, schmeckt nach Tee. Deswegen heißt der Tee mit Teegeschmack. Aber ich möchte gerne 1 Kilo Drogen kaufen. Ich hab nur Parkettboden. Aber ich hab doch eine Familie zu... Was? Was soll ich denn machen, wenn ich nach Hause komme ohne Drogen? Dann haut mich mein 14-jähriger Minecraft-spielender Sohn. Ach. Ja, passen Sie mal auf. Ich kann Ihnen einen Pfund Wildlederparkett geben. Was ist das? Weiß ich nicht. Kann ich Ihnen geben? Okay, ja, kann man das rauchen? Ich wünschte, ich hätte was aus meinem Leben gemacht und wäre nicht Drogendealerin geworden. Ja, nee, doch, ja, war schon okay. Ja gut, ich mach da mal das Kilo Paket fertig und gib's Ihnen mit, ja. Das ist super schick. Aha. Es sieht leider nicht gut aus. Sie haben Krebs und werden bald sterben. Was? Was soll das, Alter? Nein. Ja, ich kann ja auch nichts dafür. Wir sind halt super krank und werden bald sterben. Ich als Ihr Arzt weiß das. Möchten Sie vielleicht einen Tee? Was habe ich mit Tee? Warum sagen Sie mir das hier in der Abstellkammer vor so einem Automaten? Oh ja, das ist nicht so professionell für einen Arzt. Mag ich auch gerade. Naja. Naja, gut, können Sie ja auch nichts für. Was habe ich für eine Krankheit, wenn ich fragen darf? Krebs oder so? Krebs. Krebs, was für ein Krebs? Lungenkrebs, weil ich so viel rauche? Ja, das kann, ja. Ja, ja. Am besten geben Sie mir Ihr ganzes Geld, weil Sie, wenn Ihr eh sterben, dann brauchen Sie es nicht mehr. Die ersten 9 Monate meines Lebens habe ich unter Schweinen verbracht. Oh, ich dachte, du hast einfach nur eine Nasenscheidewandentzündung. Was soll das sein? Schweine haben keine Entzündungen. Doch haben sie wohl. Deswegen ist unser Fleisch voll mit Antibiotika. Yo. Oh Gott. Ich wünschte, ich wäre niemals Arzt geworden. Wobei, ich bin gar kein Arzt. Eigentlich tue ich nur so, als wäre ich Arzt. Und... Gott, ich hasse mein Leben.